Herzlich willkommen zum Erfolgsfaktor Familie Interview. Mein Name ist Kirsten Frohnert und ich bin die Projektleiterin vom Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie. Wir führen in regelmäßigen Abständen Interviews mit Expertinnen und Experten durch, rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Heute sind wir in Hamburg bei der Väter GmbH und mein Gesprächspartner ist Volker Beisch, der Geschäftsführer der Väter GmbH. Volker Beisch, warum eine Väter GmbH? Ja, weil wir in der Vergangenheit oft das ganze Thema Vereinbarkeit aus Müttersicht auch diskutiert haben und auch gute Maßnahmen entwickelt haben und, sage ich mal, seit 2007 durch das Elternzeitgesetz ja die Väter als Zielgruppe mehr in den Blickpunkt gekommen sind. Das haben wir aufgegriffen. Es gibt uns tatsächlich seit 10, 12 Jahren jetzt und wir fokussieren uns wirklich mit dem ganzen Thema jetzt auf das Thema Väter. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo würden Sie die Väterfreundlichkeit deutscher Unternehmen einordnen? Ja, das ist natürlich nicht so einfach gesagt, weil wir natürlich unterschiedliche Branchen haben. Wir haben unterschiedliche Regionen. In den Metropolregionen kann man sagen, in den großen Unternehmen, da sind wir schon ein Stück weit weiter. Da ist auch der Druck auf die Unternehmen tatsächlich größer, mehr für die Zielgruppe zu tun. Da würde ich sagen, so 6 bis 7 sind wir da schon teilweise in bestimmten Branchen auch schon relativ weit. In den kleinen und mittelständischen Unternehmen, da ist es wirklich so, da würde ich sagen, ja, da sind wir vielleicht 4 bis 5. Die entdecken gerade das Thema. Das ist auch ein gutes Thema, auch aufgrund des Fachkräftemangels natürlich, aber da fehlen noch tatsächlich so die guten Best Practice-Beispiele. Ja. Woran merken denn Unternehmen, dass da etwas in Bewegung ist, wie Sie gerade beschreiben? Was sind denn Erwartungshaltungen, mit denen Männer, junge Männer, Väter den Arbeitgebern heute gegenübertreten? Ja, das erleben tatsächlich die Unternehmen auch schon in den Vorstellungsgesprächen. Die jungen Männer treten teilweise selbstbewusster auch auf. Sie fragen nach Elternzeit, nach den Möglichkeiten auch zum Beispiel von Sabbaticals, vielleicht sogar auch von Homeoffice. Also das sind schon konkrete Fragen, daran merken sie es. Und alle Studien über die Generation Y gerade, die deuten ja auch darauf hin, dass wir wirklich einen Generationswandel haben, was, sage ich mal, das Thema Vereinbarkeit angeht, wie zum Beispiel, dass sie wirklich sagen, sie wollen mehr Flexibilität. Das ist eines der großen Forderungen der Generation Y, aber besonders auch der Väter. Was sind denn die Herausforderungen für Väter, die dahinterstehen, wenn Väter vereinbaren wollen? Ja, es gibt so, ich würde mal sagen, so 3 große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist wirklich das Zeitthema. Das Zeitthema, also sagen uns auch immer wieder auch verschiedene Studien, aber auch die Väter, dass sie zu wenig Zeit haben. Väter sind immer noch klassischerweise die Vollzeiternährer. In der Familie meistens, sie arbeiten zu 90% Vollzeit oder 90% der Väter arbeiten Vollzeit. Das heißt, da kommen sie unter Druck, weil sie den Anspruch haben, gleichzeitig wiederum viel Zeit auch für die Familie, für die Partnerschaft mit den Kindern auch zu verbringen. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Das zweite Problem oder die zweite Herausforderung ist tatsächlich auch, würde ich sagen, das Thema auch Geld, weil die Paare natürlich am Ende auch am Küchentisch rechnen müssen und sagen können, Mensch, wie viel ist denn über? Wo kann ich vielleicht reduzieren? Wo können aber auch die Mütter, also die Partner quasi auch dann vielleicht mehr Stunden tatsächlich aufstocken auch. Das ist ein großes Thema und wir haben immer noch 77% aller Männer sind Familienernährer, klassischerweise, also verdienen im Schnitt immer noch mehr als die Frauen. Und das führt dazu, dass sie oft dann in Vollzeit auch bleiben. Und das ist eine wirkliche Herausforderung. Und die dritte Herausforderung ist klassischerweise, wie frage ich meinen Chef? Also sprich, wie spreche ich es an? Habe ich den Mut tatsächlich auch von Beginn an auch meiner, ja, vielleicht auch mit der Schwangerschaft schon auch mal anzudeuten, Mensch, ich würde gerne jetzt auch mal in Elternzeit gehen. Das ist irgendwie, und vielleicht auch nicht nur die klassischen 2 Monate, sondern längere Zeit in Teilzeit oder auch mal mehrere Monate oder auch Partnerschaftsmonate zu nehmen. Also das ist immer noch für viele ein ziemlich großer Schritt und das hängt da sehr stark davon ab, im Unternehmen, inwiefern es A, die Kultur überhaupt zulässt, die Führungskultur, aber auch natürlich, inwiefern tatsächlich es andere auch schon vorgemacht haben. Also Vorbilder ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Wir haben ja, kommen wir gleich nochmal drauf, wir haben ja unsere Mitglieder auch gefragt, welche Fragen sie uns für sie mitgeben. Und eine der Fragen war, Sie haben es eben ein bisschen angedeutet, die Sorge auch von Vätern, dass wenn sie im Betrieb nach Auszeiten fragen, Arbeitszeit reduzieren, dass das mit einem
verminderten Leistungsverständnis einhergehen könnte, beziehungsweise der sogenannte Karriereknick einsetzt. Ja, ja. Was nehmen Sie da wahr? Ist das heute noch ein Thema in Unternehmen? Ja, interessanterweise ist es so, wir haben ja eine große Studie gemacht, auch noch mit der Commerzbank. Also da haben wir über 1000 Elternzeitväter befragt und 90% haben gesagt, die haben überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, beziehungsweise auch keine Nachteile. Also insofern ist das auch so ein gewisser Mythos, der immer noch mitschwingt. Und es braucht aber natürlich auch immer noch, gerade wenn es keine Vorbilder gibt im Unternehmen, dann braucht es wirklich den Mut zu sagen, okay, ich mache es. Und da hilft es unglaublich natürlich, wenn die nicht nur die Führungskraft, der direkte Vorgesetzte, sondern der Vorstand direkt auch eine klare Ansage macht. Wir wollen uns um die Zielgruppe der Väter mehr kümmern. Es ist selbstverständlich heute, dass die Väter tatsächlich sich um die Kinder und auch natürlich auch um die Familie und die Partnerin auch verstärkt kümmern, mehr Zeit investieren wollen. Also insofern spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Sie haben jetzt mehrfach die Führungskräfte angesprochen, ja, und die Vorbildfunktion, die sie haben. Und wir wissen ja aus Studien, dass in Unternehmen, wo eine männliche Führungskraft Elternzeit nimmt, fünfmal mehr Väter auch Elternzeit nehmen. Ist das eine Erfahrung, die Sie teilen, die Sie bestätigen können? Und wo können Betriebe ansetzen, um Führungskräfte auch zu sensibilisieren? Denn oft ist es ja, dass sozusagen neue Erwartungshaltung auf alte Denkmuster treffen. Wie brechen wir die auf? Wie lösen wir die Bremsen im Kopf? Ja, das ist natürlich die größte Herausforderung auch von vielen Unternehmen, weil natürlich Führungskräfte oder der direkte Vorgesetzte oft so zwischen in so einer Sandwich-Position ist. Die haben natürlich betriebliche Anforderungen, Ziele zu erreichen und gleichzeitig haben sie heute eine individualisierte Personalentwicklung in ihren Teams oder auch natürlich viele Väter inzwischen, die nicht nur Elternzeit nehmen, die vielleicht sogar auch mal reduzieren, die vielleicht auch mal eine Auszeit nehmen, ein Sabbatical nehmen. Also das heißt, das ist schon gewachsen, diese Herausforderung. Und wir erleben das tatsächlich auch, dass in dem Augenblick, wo die Führungskräfte gut im Gespräch sind, also davon wissen, auch im Vorfeld sich darauf einstellen können, dass das tatsächlich den Führungskräften auch so eine Art Sicherheit auch gibt, dann auch so ein bisschen, ja, ein Stück weit die Personalplanung, und darum geht es ja auch, und das Vertretungsmanagement auch rechtzeitig anzuschieben. Und wir, also nach unseren Erfahrungen, das erzählen mir auch immer wieder auch Führungskräfte in unseren Führungskräfte-Workshops, dass es extrem wichtig ist, dass sie selber auch ihre Vereinbarkeit leben können. Also es muss jetzt nicht immer eine lange Elternzeit sein, aber das muss halt eine Flexibilität sein, es muss Homeoffice sein, es muss so eine selbstverständlich sein, eine mobile Arbeit auch zu machen. Und wenn ich das selber als Führungskraft tatsächlich auch selber erlebt habe und umsetzen kann, dann habe ich natürlich auch viel mehr Verständnis für die Väter in meinem Team oder in meinem Unternehmen, die das tatsächlich auch wünschen. Ja. Welche Angebote können denn Betriebe noch machen? Und wir im Unternehmensnetzwerk haben ja vor allem die kleinen und mittleren Betriebe, ja, im Blick. Wenn Sie da nochmal sagen, aus Ihrer Erfahrung der Väter GmbH, was Unternehmen konkret anbieten können, um Väter, ja, zu unterstützen? Ja, da gibt es natürlich, das Wichtigste ist erstmal, dass sie informiert sind. Also, dass sie erstmal wissen um ihre Möglichkeiten. Also nicht nur, dass sie in Elternzeit gehen, sondern was für verschiedenste Ideen und Maßnahmen auch diese Unternehmen oder auch die KMUs gerade entwickelt haben. Wir machen ja gerade auch in NRW ein Projekt und da ist es insofern ganz interessant, dass es ganz viel darum geht, auch zum Beispiel Entgeltleistungen tatsächlich auch anzubieten. Also zu gucken, Zuschuss zum Kindergartenplatz, Ferienbetreuung. Also alles das, was tatsächlich den Eltern, den Vätern, den Müttern Geld kostet, das auch nochmal zu publizieren, den deutlich zu machen, dass das natürlich wirklich eine gute Leistung auch der KMU, also sprich der Unternehmen, der Kleinunternehmen ist. Und das kann genauso ein Handwerksunternehmen sein wie ein bisschen größeres Unternehmen. Also das ist eine ganz wichtige Rolle. Und das Zweite ist, ganz klar, sie müssen in Kontakt sein. Sie müssen wissen, um tatsächlich auch die Themen, die Probleme, die Herausforderungen der unterschiedlichsten Väter, aber auch Mütter natürlich. Mhm. Weitere konkrete Maßnahmen im Betrieb, was wünschen sich Väter? Mobiles Arbeiten, ist das ein Thema? Ja, absolut. Also das Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten, das steht ganz weit oben. Alle Umfragen, die es dazu gibt, sagen, Arbeitszeitflexibilisierung ist das Wichtige, aber auch das Thema Arbeitsort. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Vater natürlich dann mittwochs oder Donnerstag oder freitags, wie auch immer, mal zu Hause arbeiten kann, dann ist er morgens da, dann kann er sie zur Kita bringen, dann kann er das Mittagessen vorbereiten, danach nochmal arbeiten.
wenn die Frau übernimmt, wie auch immer. Also das sind wirklich sehr, sehr hilfreiche Maßnahmen und ein guter Einstieg, um tatsächlich eine gute Vereinbarkeit dann auch zu leben. Jetzt gibt es ja erste Studien, die zeigen, dass wenn Männer oder Väter mobil arbeiten, dass er dazu führt, dass sie mehr arbeiten, während mobiles Arbeiten bei Frauen dazu führt, dass sie sich stärker nochmal für die Familie engagieren, also in Vereinbarkeit investieren. Ja. Würden Sie diese ersten Erkenntnisse unterstreichen und was können wir tun? Auch damit dann sozusagen nicht wieder so eine Retraditionalisierungsfalle zuschnappt und wir damit alte Rollen bestärken. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube schon, dass viele in diese klassische Falle auch reintappen. Und deshalb sind zum Beispiel auch sogenannte Austauschplattformen wie unser Väternetzwerk so wichtig, wo sie sich dessen reflektieren, wo sie sich bewusst werden, was tun sie tatsächlich, wie nutzen sie auch ihre Zeit zu Hause und wo ist es auch sinnvoll, das Handy auszuschalten, den Laptop auszuschalten. Da lernen sie auch ganz viel zum Thema Vater-Kind-Bindung. Da lernen sie aber auch viel mit digitalen Smartphones auch umzugehen. Also insofern glaube ich, braucht es einen Raum, eine Plattform, wo sie sich austauschen, wo sie sich auch gegenseitig unterstützen können und dann vielleicht auch miteinander Strategien entwickeln, damit das nicht passiert, weil eigentlich wollen sie es nicht. Also sie tappen wirklich da in so eine unbewusste Falle. Vielleicht ist es auch ein Stereotyp, aber deshalb brauchen wir tatsächlich auch diese Diskussion untereinander, unter den Vätern. Ich bin dankbar, dass Sie sozusagen jetzt konkret auch die Väternetzwerke als einen Lösungsansatz genannt haben. Das ist ja Ihr sozusagen Hauptfokus. Was muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich Geschäftsführerin eines kleinen und mittleren Unternehmens bin? Was ist so ein Väternetzwerk? Was macht das bei mir im Unternehmen? Was bedeutet das konkret im betrieblichen Alltag? Genau, ich hatte ja schon erläutert, wie wichtig die Information ist. Also die Informationen werden über dieses Netzwerk, das sind sogenannte Kern- oder Steuerungsgruppen, die so ein Netzwerk dann in den größeren Unternehmen mit Communities bis zu 300-400 Vätern auch steuern. Das heißt, diese Informations- und Wissensweitergabe zum Thema Elternzeit, zum Thema Homeoffice, zum Thema Sabbatical, der läuft teilweise direkt über, sag ich mal, auch diese Netzwerke. Man hat tatsächlich auch konkrete Väter, die man fragen kann. Man hat Führungskräfte auch, die man fragen kann. Die organisieren sich auch in diesen Netzwerken. Das heißt, das ist das Erste. Das Zweite ist wirklich, was ich auch sagte, diese Reflexion. Wir bieten viel Webinare, Vorträge, Workshops, machen Veranstaltungen zum Thema Karriere, Entwicklung mit Familie. Also das sind alles so ganz, ganz wichtige Bausteine, die dann die Unternehmen tatsächlich dazu buchen können, um das Thema kontinuierlich, und ich glaube, das ist ja auch in Ihrem Sinne, wirklich kontinuierlich über mehrere Jahre tatsächlich dann auch im Unternehmen zu halten und so zu einem Kulturwandel auch für Väter auch zu kommen. Ja, ist ja auch ganz besonders wichtig, weil in dem Maße, in dem ich Väter unterstütze, gut vereinbaren zu können, zahlt sich das auch für die Frauen aus, die zum Beispiel ihre Arbeitszeit vielleicht ein bisschen aufstocken können und damit im Sinne der eigenen ökonomischen Absicherung ihren eigenen Beitrag leisten können. Wenn ich Sie jetzt zum Schluss fragen würde, was für einen Tipp würden Sie kleinen und mittleren Unternehmen mit auf den Weg geben wollen im Hinblick auf väterbewusste Personalarbeit? Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp ist tatsächlich, ich habe jetzt auch vor kurzem mich wieder mit einem Meister unterhalten oder einem Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen, 30 Mitarbeiter, und der sagte, das Entscheidende seiner Personalpolitik und seiner Herangehensweise, besonders auch an die Väter, ist, dass er einmal die Woche, alle zwei Wochen tatsächlich mit allen Mitarbeitern, also sprich auch mit den Vätern redet und nicht nur über das, wie läuft das Geschäft, wie läuft die Arbeit, wie läuft es vielleicht auch im Team, sondern auch genauso, wie läuft es privat. Zum Beispiel auch das Thema Pflege, auch ein großes Thema, was er mir auch erzählt hat. Das ist immer noch so bei den Vätern oder Männern unter der Grasnarbe, betrifft ja nicht nur Väter, sondern auch Männer. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und so kriegt er das relativ früh raus, das ist wie so ein Seismograph, und er kann relativ früh reagieren oder die jeweils betroffenen Väter auch mal zusammenbringen oder zu sagen, Mensch, der hat schon Elternzeit, rede doch mal mit ihm. Und das ist das, was er sagt, das bindet unglaublich die Leute, weil sie fühlen sich gesehen, gewertschätzt in ihrer Rolle, und aber auch, das spricht sich außenrum, er kriegt Initiativbewerbung, er muss im Prinzip gar keine Anzeigen mehr starten. Also das ist so wirklich ein guter Tipp, wo ich sagen kann, geh in den Kontakt, redet miteinander, geht auch in die Wertschätzung, auch darüber, was einige Väter ja auch dann auch leisten. Herzlichen Dank, Volker Beisch.
Wer mehr über väterfreundliche Personalarbeit wissen möchte, hat die Gelegenheit, auf unserem Unternehmenstag am 27. September 2019 in Berlin Volker Beisch in einem unserer Perspektivenkarussells kennenzulernen und über väterfreundliche Personalarbeit zu hören und zu diskutieren. Wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.